Wie man für 0 Euro und eine Minute Fett verbrennt wie verrückt. Braunes Fettgewebe, das ist heute das Thema. Die Annahme, dass Fett immer etwas Schlechtes ist, könnte falscher nicht sein. Erstens säßen wir heute nicht hier oder stünde ich heute nicht hier, hätten unsere Vorfahren diese Funktion nicht gehabt. Zweitens würdest du kaum eine Erkrankung überleben, wo der Appetit für eine geraume Zeit ausbleibt. Und drittens gibt es zwei verschiedene Fettgewebeformen, von denen nur die wenigsten wissen, um welches Fettgewebe es sich heute handelt und wieso das richtige Fettgewebe ein Gamechanger ist in deinem Leben und vor allen Dingen sein könnte nach dem Video, ja, erkläre ich dir genau. Natürlich auch, wie man es Schritt für Schritt macht und wie man es anwendet und wie man das richtige Fettgewebe überhaupt erstmal bekommt. Lasst auch schnell einen Daumen nach oben da und schreibt eure Videowünsche in die Kommentare am Ende des Videos, vor allen Dingen erst dann, ne, weil vorher gucken und danach lese ich auch jeden Kommentar vor allen Dingen von euch. Ja? Genau genommen gibt es drei Formen von Fettgewebe. Weißes, beiges und braunes. Tatsächlich kommen diese Farben zustande, da man unter dem Mikroskop plötzlich differenzieren konnte, so dass nicht alle Fettgewebezellen gleich aussahen. Die einen sind nur weiß, die anderen haben einige dunkle Punkte, ja, die beigen und die braunen etwas mehr Punkte, ja, braun mehr als beige, so dass sie braun wirken unter dem Mikroskop. Das ist bis heute nicht genau klar, welche Stoffe und Mechanismen alle geschaltet werden und aktuell sind, ja, dass sich die Fettzelle umwandelt. Als erstes, das Wichtigste ist, je brauner das Fettgewebe, desto stoffwechselaktiver ist es und desto mehr Kalorien, genauer, fast nur Fett verbrennt es. Ja, ihr habt richtig gehört, Fettzellen, die Fett verbrennen. Das klingt natürlich jetzt erstmal paradox, denn Fettzellen, also Adipozyten, auch genannt im Fachjargon, speichern doch Fettgewebe. Doch wieso sollen die es dann quasi verbrennen? Schaut man sich dieses Bild an, dann sieht man die Unterschiede. Die weißen Zellen beinhalten tatsächlich sehr viel Fett in Form von Triglyceriden. Also ein Triglycerid ist ein Molekül, das aus drei Fettsäuren aufgebaut ist und einem Glycerin, einem Zuckeralkohol, der übrigens isoliert sehr süß schmeckt und völlig unbedenklich ist, auch keine Höchstmengengrenzen gibt laut der FDA. Also so ist es nicht einzustufen, dass es irgendwie Gefahren birgt für den Körper, weil der Körper das ja jeden Tag freisetzt bei dem Verdauen von Fetten. Ja, so. Pflanzen nutzen übrigens ebenfalls Triglyceride als Fettspeicherform, wie Raps, Sonnenblumen und so weiter. Zucker aber als Stärke und wir als Glykogen in den Muskeln. Beige Fettzellen haben weniger Punkte und weniger Triglyceride, also weniger weiße Masse. Und die braunen Fettzellen sehen wir hier noch weniger. Das heißt, je mehr Punkte, desto weniger Fettspeichermasse. Ja, denn diese Punkte sind Kraftwerke und keine Fettmasse. Kraftwerke, die Fettmasse verbrennen können. Doch wozu haben Fettzellen Kraftwerke? Auch Mitochondrien genannt im Fachjargon. Kraftwerke setzen Energie um. Genau genommen bei Menschen, im Säugetier und so weiter. Ja, Sauerstoff und Zucker, ja, oder Fett wird zu ATP in den Kraftwerken. ATP ist der universelle Energieträger bei uns im Körper und Wasser entsteht jedes Mal auch, wenn wir Zucker und Fett verstoffwechseln, zu ATP. Es entsteht übrigens bis zum halben Liter am Tag bei uns. Ja. Der Hauptgrund ist aber die Wärme. Da die menschliche Energiegewinnung nicht perfekt funktioniert, geht immer etwas Energie verloren, also Abwärme. Und das ist unsere Körperwärme. Kurz gesagt, das braune Fettgewebe ist für die Wärmeproduktion und Isolation da und das weiße Fettgewebe speichert einfach nur Fett in Form von Triglyceriden, haben wir gerade gehört. Drei Fettsäuren, ein Glycerinmolekül. Der Vorteil ist, dass die Wärme ohne Zittern der Muskeln erzeugt werden kann. Wenn wir es hinbekommen würden, das weiße Fettgewebe in das braune oder in das beige zu konvertieren, würden wir nicht nur heißer sein, sondern auch wirklich heißer aussehen, ja? Da wir dann mehr Energie verbrauchen und der Stoffwechsel höher ist. Ja? Das heißt, die Fettverbrennung, ja, würde voranschreiten, anstatt einfach nur die Speicherung von Fett, ja, bei der Konversion von weiß zu braunem Fettgewebe.
Was kann man tun, damit dieses Fettgewebe sich umwandelt von weiß zu braun oder beige? Reicht es, sich Kälte auszusetzen? Das schauen wir uns einmal genauer an. In einer randomisierten, menschlichen kontrollierten Studie mit Schlanken und Übergewichtigen, also in zwei Gruppen aufgeteilt, wurden dies getestet. Ja? Sie bekamen quasi täglich für 30 Minuten einen Kälteakku auf die Oberschenkel gelegt. Danach hat man folgende Parameter bestimmt. Das Uncoupling Protein 1. Auch UCP1 ist ein Membranprotein, das sich in der Mitochondrienmembran des braunen Fettgewebes wiederfindet. Findet man davon viel, von diesem UCP1, befindet sich das braune Fettgewebe auch im Aufbau. Wie man sehen kann, erhöhte sich die Expression, also die Bildung des UCP1-Proteins, ja, also des Marker für braunes Fettgewebe, statistisch signifikant in beiden Gruppen, egal ob übergewichtig oder schlank. Natürlich in der Übergewichtgruppe etwas präsenter, ja, da dort auch mehr Fettgewebe einfach quantitativ konvertieren kann, logisch. Das gleiche gilt für das beige Fettgewebe, welches die gleiche Funktion hat, nur nicht so stark, ja, die Wärmeproduktion ja, aufflammen lässt quasi wie braunes Fettgewebe, haben wir gerade schon gelernt. Dort heißt der Marker TMEM26. Man sieht hier exakt den gleichen Trend. In beiden Gruppen steigt der Marker für das stoffwechselaktive Fettgewebe statistisch signifikant an innerhalb der 10 Tage, die die Kälteexposition genossen haben. In Form von Akkus auf den Oberschenkel. Also fassen wir zusammen. Eine Kälteexposition schon für 10 Tage zeigt statistisch signifikante Veränderungen in der Fettkomposition, so dass weißes Speicherfett zu stoffwechselaktiven und wärmeabstrahlenden braunen und beigen Fettgewebe konvertiert. Doch jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, dann müsste es ja doch auch im Winter genauso sein, dass dort das Fettgewebe, ja, also konvertiert. Ist das logisch? Gibt es da so Studien oder wie auch immer halt, ja? Und genau genommen in stoffwechselaktives Fettgewebe, das Weiße. Auch dazu gibt es Studien und wir schauen mal rein. Hier wurden 71 Probanden im Sommer und im Winter, ja, Bauch- und Oberschenkelfett quasi entnommen. Und da auch dann dementsprechend bestimmt auf Marker, ja? Die wurden untersucht, ja, dazu zählen vor allen Dingen auch die oben bekannten schon, ja, das UCP1 und das TMEM26 für das braune und für das beige Fettgewebe dementsprechend. Ja, die haben wir oben schon kennengelernt. Genau die gleichen Marker wurden jetzt bestimmt. Sommer und im Winter. Was soll ich sagen? Exakt diese beiden Marker sind im Winter statistisch signifikant. Ihr wisst, mein Lieblingswort, ich muss mir damit vorhin mal so ein T-Shirt machen. Erhöht im Vergleich zum Sommer. Ja? Das heißt, im Winter sind diese Marker mehr präsent in dem Fettgewebe. Das bedeutet, auch im Winter konvertiert unser Fett, das Speicherfettgewebe, in das stoffwechselaktive braune und beige Fettgewebe. Es geht sogar so weit, dass die Stoffwechselrate, wie wir gelernt haben, auch von der Kälte abhängig ist. Zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung, ja, ist der Diabetes Typ 2. Nicht zu verwechseln mit Diabetes Typ 1, das ist eine Autoimmunkrankheit. Und Publikationen zeigen hier eine Korrelation zwischen höheren Temperaturen und Diabetesvorkommen. Man sieht auch, je höher die Temperatur, desto höher der gefastete Blutzucker, das heißt morgens, ja, meistens. Dementsprechend ist eine 1 Grad Celsius Erwärmung der Umwelt, in der die Menschen leben, mit 100.000 neuen Fällen an Diabetes zu assoziieren und das nur in den USA hier laut Studie und Aussage der Wissenschaftler. Das ist Wahnsinn. Auf die Straße werde ich mich aber trotzdem nicht kleben, deswegen. Ein Auto. Auch ja, die Wohnungstemperatur spielt eine entscheidende Rolle, denn man spart so nicht nur Geld, sondern auch Fett. Denn wenn man die Wohnungstemperatur senkt, arbeitet auch massiv das braune Fettgewebe. Das sieht man gleich. Das Interessante ist, man hat diesmal in einem PET-Scan und Kontrastmittel deutlich gemacht. Die Stoffwechselaktivität ist bei 19 Grad Celsius im Menschen deutlich höher als bei 27 Grad Celsius. Ein weiterer Faktor ist nicht nur die Temperatur in der Wohnung oder beim Klima bzw. der Jahreszeit, sondern auch die Uhrzeit am Tag. Der Körper unterliegt streng dem zirkadianen Rhythmus.
Dieser wird auch als Schlaf- und Wachrhythmus bezeichnet. Unabhängig davon, ob wir schlafen oder nicht, ja, passieren chemische Prozesse ständig bei uns im Körper. Ja, wie zum Beispiel, dass Hormonausschüttungen stattfinden zu bestimmten Uhrzeiten. Ja, und tatsächlich gibt es Konzentrationsschwankungen für die Marker der Bildung von braunem Fettgewebe. Ja. Wie wir sehen können, ist Schlaf also ebenfalls sehr wichtig, ja, denn nachts um 4 Uhr ist der Spiegel des Markers für braunes Fettgewebe, UCP1, ja, Uncoupling Protein 1, am höchsten. Daher sollte man diesen Prozess nicht stören, sondern wirklich gut und tief schlafen. Dazu könnt ihr auch gerne mal mein Video ansehen, ja, wieso mehrfach nächtliche Toilettengänge ebenfalls mit der Todesrate korrelieren, ja, da oft Krankheiten zugrunde liegen, die das multiple Wasserlassen nachts veranlassen halt, ja. Also auch Schlaf hat ebenfalls einen Einfluss, ja, auf die Stoffwechselaktivität des Fettgewebes und dessen Bildung vor allen Dingen, ja, und vor allen Dingen die Konvertierung, ja, von weißem zu braunem Fettgewebe, das Stoffwechselaktive. Das kann damit zusammenhängen, dass der Körper nachts abkühlt, da er sich ohnehin weniger bewegt und der Stoffwechsel quasi ruhiger wird. Da steuert der Körper dann entgegen, indem er Wärme produzieren möchte. Und jetzt kommt's, auch ohne Muskelbewegung, denn das macht man ja nachts ja nur sehr begrenzt, halt einfach nicht so wie tagsüber, wenn man mal auf Toilette geht und mal Wasser holt und wie auch immer. Ja. Und das kann nur das braune Fettgewebe Wärme erzeugen ohne Muskelaktivität. Nur das braune Fettgewebe, ganz wichtig, ja. Daher wird es gebildet, vor allem nachts, ja. Daher ein wichtiger Tipp, die Temperatur im Schlafzimmer sollte unter 20 Grad Celsius sein. Wie schon vorher gezeigt, bei 19 Grad Celsius ist das braune Fettgewebe deutlich aktiver, ja, in den PET-Scan, haben wir auch vorhin gesehen. Ich zum Beispiel habe immer ein Fenster auf Kipp. Wenn es sehr kalt ist, mache ich das Rollo weiter zu, um den Effekt zu puffern. Das Rollo mache ich runter natürlich, damit ich nicht hell habe morgens schon im Zimmer, ne, damit ich dann noch weiter schlafen kann. Im Sommer dann ohne Kleidung und eine sehr dünne Decke oder einfach nur ein Bettlaken. Dann gibt es noch eine randomisierte Studie, die die Ernährungsformen untersuchte. Dabei wurden Probanden eine Ernährung verabreicht, die niedrig an Proteinen war. Das Interessante war, dies führte zur Umwandlung des Fettgewebes von weiß nach braun, also in das Stoffwechselaktive. Man sieht das Quartil, ja, das heißt, in der Studie wurden dementsprechend aufgeteilt, die Probanden, welches am wenigsten Protein aßen, also die Teilnehmer in der Gruppe, ja, also nur 80 Gramm, hatten auch die höchste FGF21, ja, Konzentration, das heißt Werte. Dieses Hormon steuert den Energiehaushalt im Körper und je höher es ist, desto mehr wird das Weiße in das braune Fettgewebe umgewandelt. Tendenziell mag das so sein, denn es gibt multiple Publikationen, so, die einen Konsens damit bilden, das heißt übereinstimmen. Ja. Doch möchte ich betonen, dass Kraftsport eine gewisse Menge Protein bedarf und ich empfehle jedem, egal welches Alter, ja, Kraftsport zu betreiben in seinem Rahmen und dabei nicht unter 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu gehen, wenn man wirklich Kraftsport betreiben möchte und Muskeln aufbauen möchte. Mit weniger wird es schwer, Muskeln aufzubauen, vor allen Dingen, wenn man fortgeschritten ist. Als Einsteiger geht das natürlich dann noch. Ja. Entscheidet man sich für keinen Sport, kann man natürlich deutlich tiefer mit dem Protein gehen. Ja? Was die Kälte besonders attraktiv macht und damit das Entstehen des braunen Fettgewebes, ist dieser Fakt. Äußerliche Einflüsse wie Hormone, Kälte und so weiter müssen einen Einfluss haben, sodass das weiße Fettgewebe zu braun erstmal konvertiert. In dem Weißen befindet sich aber viel Fett in Form von Triglyceriden. Daher wird die weiße Fettzelle zunächst die Triglyceride in freie Fettsäuren trennen und diese dementsprechend verheizen, also verbrennen. In den Kraftwerken, ganz wichtig, den Mitochondrien, je stärker der Reiz, also Kälte zum Beispiel, ja, desto mehr geht dies vonstatten, bis irgendwann kaum noch Fett in der Zelle ist, sondern nur Kraftwerke. Und damit auch wird sie quasi braun unter dem Mikroskop. Das seht ihr quasi hier. Ist dann dementsprechend kein Fett mehr in der Zelle da, was verbrannt werden kann, findet etwas sehr Wertvolles statt. Die jetzt immer brauner werdenden Fettzellen, ja, die stoffwechselaktiv sind, bedienen sich dann an den Blutfetten, vor allem den Triglyceriden, aber auch dem VLDL, das ebenfalls Triglyceride noch trägt. Daher senkt die Konvertierung ins braune Fettgewebe die Blutfette. Und das ist
einfach unglaublich, ja? Muss ich wirklich sagen, weil es das ganz, ganz Wichtiges ist. Heute bei uns in der westlichen Ernährungsgestaltung, ja? Die Kalorien, ja, die verbrannt werden, sind direkt Fettkalorien. Man sieht hier, dass die Raumtemperatursenkung schon knapp 100 Kalorien pro Tag ausmachen kann, ja, in Form von Fett. Wenn man das theoretisch auf einen Monat rechnet, dann sind das ca. 3000 Kalorien. Und wenn man weiß, dass ca. 7000 Kalorien ein Kilogramm Fettmasse hat, dann hat man ca. in 3 Monaten mit Toleranz, ja, gerechnet, ein Kilogramm Fett verloren, was unfassbar viel ist, ja, durch Temperatur. Nur durch Temperatur wirklich. Praktisch spielt natürlich noch einige andere Faktoren mit rein, ja. Ja, ob das wirklich so extrem abgekackt jetzt passiert, ja, ist natürlich von vielen, wie gesagt, schon Faktoren abhängig, ja. Aber sehr, sehr spannend zu wissen, dass man hier definitiv einen Beitrag leistet halt, ja, zur Fettverbrennung. Was spannend ist, das braune Fettgewebe nimmt zwar auch Zucker auf, sogar 8-mal so viel wie Muskeln, ja, es tun, seht ihr hier, doch nutzt das braune Fettgewebe den Zucker nur zum sehr geringen Teil. Ja, für die Wärmeerzeugung zum Beispiel, ja, denn die Hälfte wird, ja, mehr oder weniger wieder ausgeschieden, ja, oder halt zur Fettsynthese quasi verwendet halt, ja. Und ganz wichtig noch, je niedriger der Fettanteil im Körper allgemein, desto weniger Östrogen wirst du auch quasi bilden halt, ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig für die Männer, für den Testosteronerhalt und für die Frauen vor allen Dingen auch für das Brustkrebsrisiko, ja. Zum Schluss möchte ich noch eine letzte Studie zeigen, ja, mit Menschen, ja, und der Kälteexposition. Man sieht, dass die freien Fettsäuren statistisch signifikant bei Kälteexposition, ja, gestiegen sind. Das könnte jetzt so zu erklären sein, dass Triglyceride gespalten werden und die Fettsäuren, die freien Fettsäuren quasi damit das braune Fettgewebe nutzen einfach, ja, deshalb brauchen sie die freien Fettsäuren, die jetzt mehr im Blut verfügbar sind einfach, ja, weil Fett gespalten wird, deshalb liegen sie auch frei quasi da, ja. Etwas anderes ist aber ebenfalls sehr interessant, und zwar hat sich der TSH-Wert verbessert, also verringert, ja, die Schilddrüse hat ihre Aktivität erhöht und muss jetzt weniger stimuliert werden durch die Hypophyse im Hirn, ja, das sagt der TSH-Wert quasi aus, ja. Was einige nicht wissen, steuert die Schilddrüse zum großen Teil die Körpertemperatur, dabei ist aber auch auf die richtige Versorgung zu achten, und zwar mit allen Nährstoffen. Ja, dazu kann ich euch wirklich meines Erachtens mit Abstand das beste konzipierteste, wissenschaftlich konzipierteste Produkt quasi empfehlen. Ja, da sind wirklich alle Produkte drin, ja, für die Schilddrüse, ganz, ganz wichtige Sachen wie Eisen, wie Jod, Selen und so weiter und so fort. Ja, verlinke ich euch alles mal unten. Ja. Fassen wir jetzt mal ganz zusammen. Ja. Weißes Fettgewebe hat die Funktion, als Speicher von Fett zu fungieren. Ja. Hingegen hat braunes Fettgewebe die Funktion, ein stoffwechselaktives Medium zu sein, ja, primär Fette zu verbrennen und Wärme zu erzeugen. Eine Kälteexposition führt nicht nur zu verbesserten TSH-Werten, sondern auch, dass sich weißes Fettgewebe umwandelt in kalorienfressendes braunes Fettgewebe. Stay cool, ja, praktische Tipps sind hier die Wohnung sowie die Schlaftemperatur zu senken, sowie Eisbäder zu genießen oder duschen, ja, kalt duschen. Und vor allen Dingen halt es regelmäßig zu tun und danach nicht direkt wieder aufzuwärmen, sondern den Körper selbst die Wärme produzieren zu lassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt hier. Ja? Wenn ihr mich unterstützen wolltet und euch gleichzeitig bestmöglich mit Vitalstoffen versorgen möchtet, dann schaut doch gerne mal auf purazell.de vorbei. Ja? Das sind die meines Erachtens bestmöglichen, unabhängig laborgeprüften, wissenschaftlich konzipierten Nahrungsergänzungsmittel made in Germany. Ja? Gerade auf dem Markt für mich. Bis gleich auf purazell.de. Verlinke ich auch nochmal alles unten. Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video.